Wir stehen hier vor unserem Trailer mit dem Vater von Robert Baumann, Stefan Baumann. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sohn heute nach der Abfahrt? Ich bin heute sehr zufrieden mit ihm. Ich hätte ihm auch gegönnt, er dürfte die Abfahrt auch fahren. Aber die Trainer, die machen den Seewratten Bescheid und das finde ich in Ordnung so. Aber der Robert hat heute aufgezeigt, man kann sehen, was er drin hat. Wie enttäuscht waren Sie oder auch der Romet nach dem Trainerentscheid wegen der Abfahrt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt nur einen Entscheid und das ist der Trainerentscheid. Und wir waren nicht enttäuscht. Und was können wir jetzt vom Romet im Slalom erwarten? Hat er viel trainiert in letzter Zeit? Oder? Leider. Kommt der Romet nicht zum Trainieren, weil der fährt mehr oder weniger alles. Jetzt ist der Slalom mehr oder weniger auf letzter. Aber wir hoffen es heute, dass er einen guten Slalom überbringt, obwohl das die Piste sehr schwer ist heute. Hoffen wir es. Hoffen wir es, dass es gelingt. Was tun Sie ihm zu? Ganz ehrlich heute? Eventuell einen Dritten. Hat er das skifahrische Talent von Ihnen geerbt oder woher kommt es? Ein bisschen was wärst du von mir gekriegt haben, weil ich bin auch Wilderteufel gewesen. Und der Romet, ab 3 Jahren hat er nichts mehr anders im Kopf gehabt, als wäre nur Skifahren. Nur Skifahren. Und wenn man gefragt hat, was will er werden, ein Skifahrer. Rennfahrer. Und wer ist heute alles hier, den Romet zu unterstützen? Es sind etliche Fans da. Die Mutter ist da auch. Sind etliche Fans da. Und wir werden ihn heute voll unterstützen. Er hat ihn schon gesehen, dass das so soll passen heute.